Hallo ihr Lieben, heute schminke ich euch, aber möchte ich euch in einem Tutorial zeigen, wie man mit ganz wenig Blau, mit einem Hellblau, das ist ein French Blue von der Firma Bobbi Brown. Ich halte das jetzt mal hier so in die Kamera, dieses Blau. Wie man mit ganz wenig Farbe, mit minimalem Farbeinsatz, sich wunderschöne hellblaue Augen, also hellblaue Augenlider schminken kann. Ohne dass es jetzt so krachend, so aufdringlich aussieht. Und das passt zu jeder Frau, also zu jeder Augenfarbe, zu jeder Haarfarbe. Hellblau hat immer sowas, für mich sowas Frisches, Cleanes. Und auch mit Ü50, finde ich, kann man sich durchaus hellblaue Augenlider schminken. Und das möchte ich euch heute in einem kurzen Tutorial demonstrieren. Bis gleich! Also diejenigen, die Bumble Noodles kennen, werden das mit Sicherheit bestätigen, dass das eine sehr, sehr schöne Foundation ist. Einfach in der Handhabung. Großer, minimaler Produkteinsatz, große Wirkung. Ihr könnt natürlich noch, wenn ihr jetzt Pickelchen habt oder so, mit einem Concealer das abdecken. Aber ich bin ja nicht so ein Fan vom Concealer. Ihr wisst warum. Weil egal, was man drunter macht, ein Concealer trocknet aus. Wenn, dann würde ich den Concealer wirklich nur benutzen für abends, wenn man ausgeht und die Augenschatten so ein bisschen zu kaschieren. Aber für den Tag, ich für meinen Teil benutze keinen Concealer. Aber wie gesagt, das ist alles eine Frage des persönlichen Geschmacks und des Umgangs mit der Kosmetika. So, also leichte blaue Augen, also nicht so krasse blaue Augen, sondern was man auch nur mit Ü40, Ü50, besonders Ü50 auch tragen kann. Mir ist aufgefallen, wenn man Fernsehen schaut, so Reporterinnen oder Nachrichtensprecherinnen oder Schauspielerinnen, auch in unserem Alter, also Ü50, die haben oft glitzernde Augen, Lider, was bei manchen gut aussieht, bei manchen nicht, die zu starke Schlupflider haben, weil da mache ich nochmal ein extra Video mit den Schlupflider, was geht und was geht nicht. Aber die Farbe Hellblau ist doch sehr, sehr unverfänglich. Und Hellblau macht so einen frischen, so einen clean, tollen Gesichtsausdruck, so einen strahlenden Blickfang, Hellblau. Allerdings nicht too much. Ich habe von Bobbi Brown ein French Blue. Das ist ein French Blue. Und das möchte ich jetzt ganz sanft, also ganz wenig, minimal aufs Augenlid geben und benutze als allererstes, das ist eine Farbe Weiß, das ist Ivory. Die nehme ich mit einem Verblenderpinsel und nehme einen anderen. Und gebe diese Farbe, die man also wirklich nicht sieht, die sieht man gar nicht. Aber so als Base, natürlich habe ich jetzt auch einen Primer drunter, weil es ein pudriges Produkt ist, gebe ich das jetzt auf mein Augenlid. So, und nun kommen wir zum Blau. French Blue. Seht ihr, das ist unfassbar, wie ich habe nur so grün-blaue Augen, wie dieses Blau auf dem Augenlid wirkt. Nur einen minimalen Hauch. Deshalb ist es auch ganz wichtig, jetzt nicht so einen fest gebundenen Pinsel zu nehmen, sondern ihr geht mit einem Verblenderpinsel, haucht ihr mit einem schönen Blau, was euch gefällt. Da gibt es so viele blaue Sorten, also ein helles Blau, über das Augenlid. So. Lidfalte haben wir nun mal, also Schlupflid. Dann nehme ich jetzt eine etwas dunklere Farbe. Also nicht dieses dunkle Grau. Ich nehme mal, das ist so ein helles Braun, Noisette. Und da gehe ich jetzt oberhalb der Lidfalte. Und verblende das. Das ist nur so minimal zurücktritt.
Das ist jetzt schon ein festgebundener Pinsel. Da kann man sehr schön mit oberhalb die Lidfalte betonen. Und jetzt wieder verblenden mit dem Rest Blau. So, dann könnt ihr nochmal, ich gehe jetzt nochmal in das Blau und mache nochmal ein bisschen Farbe, hauche ich hier nochmal drüber. Jetzt habe ich hier so einen, den habe ich ein bisschen angefeuchtet, diesen Pinsel, damit die Farbe etwas intensiver abgegeben wird. So, und ich gehe noch mal in so einen silbrigen Ton und gebe mir den hier vorne als kleinen Highlight in den Augenwinkel. So, jetzt werden die Wimpern getuscht. Das ist die Volume von Chanel. Zu einem hellblauen, das ist ja so ein pastelliger Ton, Lidschatten, passt natürlich ein helles Rouge, also ein Roséton, würde ich sagen. Oder in den benutzten Highlighter. Ich habe hier so meine Lieblingsprodukte. Das ist wieder dieses Brighten Brick Tony von Bobbi Brown. Das sind so 6 verschiedene Rouge- und Highlighterfarben, die man miteinander mischt. Und es ist eine sehr schöne Farbe. Ich sage immer unaufdringlich. So, und für die Lippen, das ist von der Firma NYX, ein Lip Liner in der Farbe Candle Lip Rose. Damit male ich jetzt die ganzen Lippen aus. Das wurde im Prinzip jetzt schon lang. Aber ich habe jetzt hier noch so einen kleinen von Bar Minerals in der die Farbe ist Swag, glaube ich, heißt das. Den tupfe ich jetzt hier noch so darüber. So, ihr Lieben, fertig ist der Look. Ein hellblauer Augen-Make-up-Look, der jetzt natürlich, wir haben jetzt noch keinen Frühling, aber wir können uns ja trotzdem die Augen schon so frühlingsmäßig schminken. Strahlend, frisch, es sieht immer so hellblau ist immer so, also empfinde ich es so, also auch zu brünetten Frauen oder als Brünett, also Frauen, die eine brünette Haarfarbe, nicht brünette Frauen, Frauen, die eine brünette Haarfarbe haben oder noch dunkler. Oder auch so ins Kupferfarbene gehen, ist hellblau ein absoluter Kracher, weil die Augen, das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, man muss sich nur das richtige Hellblau aussuchen. Es gibt ja auch es gibt auch keine schönen Blaus, also ein zu dunkles Blau würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ein helles Blau, ganz dezent aufgetragen, macht einen ganz tollen, frischen Look für jeden Tag, ganz schnell geschminkt. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut und bis bald. Ciao!